Weiter geht die Suche nach der Schriftrolle. Wir müssen erstmal viel Geld ausgeben, sehe ich gerade. Ich glaube, wir müssen nochmal nach Lima. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Vogel hier gar nicht mitgenommen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, benutze Ticketautomat. Ich hoffe, wir kommen bald mal nach... Das gibt's auch gar nicht. Meine Güte. Gehen wir von Kairo mal. Einen total miserablen Flug später. So, jetzt müssen wir erstmal hier unsere Cashcard lesen. Ja, noch 5000. Ich glaube, wir müssen nämlich nochmal eine Rundreise machen. Geht nochmal nach Miami. Einen angenehmen Flug später. So, Miami ist ja geschlossen, aber ich hoffe, wir können das Bermuda-Dreieck benutzen. Eine kleine Rundreise. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich meinen Zettel? So, das können wir mal abkürzen. Ich liebe das Bermuda-Dreieck, das kennen wir ja schon. Das neue Witz. Ah ja, weißt du, warum ich Doppeldecker fliege? Doppelt gedeckt fliegt besser. So, das ist sehr witzig. Ich glaube, Zack lacht wieder, ne? Ja, der lacht auch wieder. Nicht schon wieder. Wir werden von dem Flugzeug nach oben gebeamt. So, ich zücke schon mal meine Lotto-Glückszahlen, Stift und Block. So, weggebeamt. Jetzt müssen wir nochmal überprüfen, ob das die gleiche Kombination nach Hause ist. Vielleicht hätte es auch gereicht mit dem Geld, aber ich bin da doch etwas zu... Ja, wie soll ich sagen? Etwas zu vorsichtig. Wie war nochmal die Kombination? Ich hoffe, gelb, grün, türkis und blau. Oh ja. Kommst du oder bleibst du? Nee, ich bleibe. So, benutze den Knopf. Anscheinend geht das nicht. Ich muss den Knopf hier drücken. Ich hoffe, der kennt uns. Du schon wieder? Na, komm rein. Ja, ich brauche nochmal ein bisschen Geld. Nochmal 10.000 Dollar. Ja, jetzt kommt der King schon wieder. Schön, dich wiederzusehen. Genießt du die Aussicht? Ja, die tue ich. Und ich genieße noch viel mehr. Und zwar das Lesen dieser Lottozentrale hier. Lies. Lottomat. 9853. 9853. 3. Nochmal zur Korrektur. 9853. Gut. Jetzt lassen wir uns direkt nach Hause beamen. Und zwar drücke lila. Drücke gelb. Drücke rot. Drücke lila. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwo im Meer landen. Kling. Perfekt. So, Anrufbeantworter lassen wir es erstmal sein. Wir rennen ganz schnell zum Lottomaten. Und öffnen die Tür. Schon dahin und überlegen krampfhaft, wo diese blöde Schriftrolle sein kann. Sind die doch noch da drin? Warte mal, ich benutze nochmal grad. Zieh an Hut. Zieh an Nasenbrille. Wo ist die denn? So.
Öffne Tür. Öffne Thekentür. Hallo, mein Freund. Aber da ist nichts mehr drin. Tja, schließe Schrank. Öffne Schrank. Er ist leer. Verdammt, wo ist diese Rolle? Auf Wiedersehen. Bis bald. So. Wir müssen nach Lima. Uns nochmal als Vogel verwandeln. Ich würde gerne ein Lotterielos kaufen, aber sicher doch, kommen Sie hier herüber. Das macht 10 Dollar bitte. Hier ist meine Cashcard. Eigentlich kann er direkt die 10.000 darauf überweisen. Also ich meine, wir wissen ja, dass wir hier gewinnen. So, hier und viel Glück. So, 9853. 9. 8. 5. 3. Hoffentlich gewinne ich. Das hoffe ich auch. Gut, den Hut können wir eigentlich mal wieder abnehmen. Hallo, junger Mann. Ah, sind noch nicht gezogen. Na gut. Dann schnappen wir uns nochmal die Cashcard. Na gut, mit 4000 können wir noch zwei, dreimal hin und her fliegen. Benutze Tröte. Benutze Cashcard mit dem Cashcard-Leser. Mach die Tür auf. Und es geht ab zum Flughafen. Auf geht's. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie bin ich geflogen? Benutze Ticketautomat. Mexiko. Ach, da ist ja Lima. So, einen angenehmen Flug später. Mal gucken, ob wir noch ein paar Erdnüsse bekommen. Anscheinend aber nicht mehr. Lesen wir nochmal den Zeitungsautomaten. Erstaunliches Rätsel um die Kultur der Maya gelüftet. Na gut. So. Ich glaube, wir haben die Brotkrumen ja gar nicht mehr. Ich glaube, das ist alles hoffnungslos, was wir hier machen. Ich glaube, ich habe mich in irgendeine Sackgasse manövriert. Ah ne, da ist er noch. So. Wenn ich jetzt einen blauen Kristall irgendwo liegen lassen, wollte ich mal sagen, dann hätte ich mich echt erschossen. Und wir fliegen als Vogel nochmal zum Gesicht. Da. Zur großen Schnitzerei. Ne, da liegen sie nicht. Ach, der hat noch die Schriftrolle. Okay, ich muss. Ja, das ist ja ein bisschen fies, ey. Gib Schriftrolle an Zack. Also, das kann aber nicht wahr sein. Zu Zack. Uff. Das war vielleicht ein Erlebnis. Auf jeden Fall. So, du hast dir deine Brotgruben verdient. Du wolltest da eigentlich. Ja. Reporter erhält Spatzenhirn, nachdem er Verstand mit Vogel tauscht. Oh Mann. Also, das ist ja mal wieder echt ein Erlebnis gewesen. Ich bin froh, dass ihr hoffentlich trotzdem noch so viel Spaß habt wie ich. Auch wenn ich manchmal etwas angenervt bin. So, jetzt müssen wir einfach ein paar Mal hier durch den Dschungel laufen. Da sind wir schon da. Ich hoffe. Wir fliegen nach San Francisco.
holen uns noch den Lottogewinn ab. Und dann haben wir wieder genügend Cash. Und fühlen uns etwas sicherer. Ich denke mal, wenn nochmal 1000 ab waren, wir sind glaube ich bei knapp 3000 Dollar. Können wir gerade mal überprüfen. Release Cash Card. Was? Was ist denn jetzt los? Achso. Ah, ich habe wahrscheinlich am Anfang einfach zu lange gebraucht und... Zofk! Hab ihn verpasst! Ja, ich hoffe, ich kann auch bald mal beamen, aber dazu müssen wir immer noch den gelben Kristall reparieren. Oh, 2400. Also ich hatte irgendwas mit 3000 gedacht, aber... Hallo, junger Mann. Ah, das kann nicht wahr sein. Gut. Dann geht's nach London. Da sind die Schriftrollen. Benutze... Trata. Wo ist er? Da ist er. Dup, 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 dup. Dup, dup, dup. Oh, sie sind's wieder. Das bin ich. Benutze Cashcard mit dem Cashcard-Laser. Ab zum Flughafen.